In diesem Videotutorial geht es um die Einzelbewertung von Forderungen, und zwar die direkte Abschreibung auf Forderungen. Und das Ganze mal wieder anhand eines Beispiels. Zunächst kurz die Grundlagen. Bei der Einzelbewertung erfolgt die Bewertung jeder Forderung nach der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des betreffenden Kunden. Drei Forderungsarten sind zu unterscheiden. Einwandfreie Forderungen, die sind mit dem Nennwert zu bewerten und erscheinen mit jedem in der Bilanz. Dann haben wir zweifelhafte Forderungen, die sind mit dem wahrscheinlichen Wert oder dem Teilwert aus steuerlicher Sicht zu bewerten. Eine Forderung ist immer dann zweifelhaft, wenn konkreter Grund besteht, dass diese Forderung nicht mehr in voller Höhe einbringlich ist. Und dann haben wir uneinbringliche Forderungen, die sind mit null, also gar nicht mehr zu bilanzieren, zu aktivieren, sondern vollständig und sofort abzuschreiben. Vor dem Bilanzstichtag müssen die einwandfreien von den zweifelhaften Forderungen getrennt werden und dazu werden sie auf ein spezielles Konto, nämlich zweifelhafte Forderungen, umgebucht. Im DATEV SKR03 ist es das Konto 1460. Ein Beispiel: Eine Forderung gegenüber dem Kunden A über 1100 Euro brutto wird wegen Eröffnung eines Konkursverfahrens zweifelhaft. Vereinfachung: Betrage der Steuersatz, der Mehrwertsteuersatz oder Umsatzsteuersatz 10%, also hierin sind 100 Euro Mehrwertsteuer enthalten. Nun wäre also der erste Schritt, dass wir diese Forderung komplett umbuchen von 1400 auf 1460. Also der Buchungssatz: zweifelhafte Forderung an Forderung aus Lieferung und Leistung an 1400, 1100. Der Konkursverwalter teilt nun mit, dass voraussichtlich 30% der Forderungen ausfallen werden. Schritt 2. Wir schreiben also jetzt diese Forderung ab, und zwar in der Höhe, die uns von dem Konkursverwalter mitgeteilt wurde. 30% mal den Nettobetrag, also 1100 Euro durch 1,1, also mal 1000, 300. Das Abschreibungskonto lautet Abschreibung auf Umlaufvermögen. In anderen Kontenrahmen wird es heißen Abschreibung auf Forderungen. 300 an zweifelhafte Forderungen, 300. Die Mehrwertsteuer, die hier noch enthalten ist, die wird jetzt noch nicht berichtigt, sondern das Finanzamt hält also diese 100 Euro, die das Finanzamt erhalten hat, bei dem Zielverkauf erstmal zurück, und zwar so lange, bis der Zahlungseingang erfolgt ist oder endgültig feststeht, dass sie ausfällt. Eine abschließende Zahlung der Forderung ist bis zum Jahresende noch nicht erfolgt. Unterstellen wir das mal. Dann wäre der Schritt 3, dass wir also jetzt das Aktivkonto zweifelhafte Forderung und das Erfolgskonto, das Aufwandskonto Abschreibung auf Forderung abschließen. Und zwar über diese beiden Konten, nämlich das G&V-Konto und das SPK-Konto. Also G&V-Konto an Abschreibung auf Umlaufvermögen 300, damit ist das hier abgeschlossen. Und hier buchen wir entsprechend 800 Euro SPK an zweifelhafte Forderung, 800. Wir saldieren das hier und füllen das auf. Damit ist zweifelhafte Forderung abgeschlossen und ans SPK übergeben. Nun erfolgt eine abschließende Zahlung dieser konkreten Forderung durch A bzw. den Konkursverwalter im Folgejahr. In dem befinden wir uns nun. Dabei sind nun drei Fälle möglich. Der tatsächliche Forderungsverlust ist exakt so wie erwartet. Dann verläuft das Ganze erfolgsneutral. Dann hat alles gepasst. Zweite Möglichkeit: Der tatsächliche Forderungsverlust ist kleiner als das, was wir abgeschrieben haben. Das heißt, da werden wir dann noch Erträge aus abgeschriebenen Forderungen haben. Da haben wir also zu viel abgeschrieben. Das müssen wir uns jetzt dann als Ertrag nachträglich zurechnen lassen. Und die dritte Möglichkeit ist, dass der tatsächliche Forderungsverlust größer ist als die Abschreibung, die wir vorgenommen haben. Dann haben wir weitere Forderungsverluste noch zu berücksichtigen. Die Vorgehensweise und die Buchungsschritte wären dann die folgenden. Also nachdem im Folgejahr der Forderungsausfall durch Zahlung endgültig feststeht, buchen wir den Zahlungseingang, dann berichten wir die Mehrwertsteuer, dann buchen wir natürlich den Forderungsbetrag auf 1460 aus und im Fall 2 und 3 müssen wir noch einen etwaigen Differenzbetrag buchen zwischen dem voraussichtlich und dem tatsächlich eingetretenen Forderungsausfall. Fall 1. Der tatsächliche Forderungsverlust entspricht exakt der Abschreibung, die wir im letzten Jahr vorgenommen haben. Also es fallen tatsächlich 30% auch aus und wir hatten noch 30 abgeschrieben. Das heißt mit anderen Worten, der Zahlungseingang muss 770 betragen und das stellen wir auch fest. Also wir kontrollieren unseren Kontoauszug, da sind 770 drauf. Daher wissen wir, dass das gerade eben einander entspricht.
So, nun müssen wir natürlich die zweifelhafte Forderung ausbuchen und das tun wir, indem wir buchen Bank 770, Mehrwertsteuer 30 an zweifelhafte Forderung 800. Der Buchungssatz stimmt, 800 Sollbuchung und 800 Habenbuchung. Warum müssen wir die 30 Euro hier auf dem Mehrwertsteuerkonto buchen? Naja, wir haben damals beim Verkauf auf Ziel eben 100 Euro ans Finanzamt abgeführt und das waren eben 30 zu viel, denn wir hätten nur 70 zahlen müssen, denn wir haben ja auch nur 770 erhalten. Da stecken 70 Euro Mehrwertsteuer drin und die holen wir uns jetzt durch Buchung im Soll auf dem Mehrwertsteuerkonto vom Finanzamt zurück. Fall 2, der tatsächliche Forderungsverlust ist kleiner als die Abschreibung. Da müssen wir dann also Erträge aus abgeschriebenen Forderungen noch mit erfassen, deswegen haben wir jetzt insgesamt 4 Konten. Zahlungseingang, der sei jetzt hier mal 880, das heißt, es sind tatsächlich nur 20% ausgefallen, abgeschrieben hatten wir aber 30. Auf der Bank gehen also ein 880, die Forderung besteht noch mit 800 und jetzt müssen wir natürlich wiederum die Forderung ausbuchen mit 800. Darüber hinaus haben wir aber jetzt noch 100 Euro Erträge aus abgeschriebenen Forderungen. Warum haben wir die? Naja, wir haben im letzten Jahr eben zu viel abgeschrieben. Ja, wir hätten nur 20% abschreiben müssen und wir wussten es nicht besser, haben 30 abgeschrieben, haben also 300 abgeschrieben, hätten aber nur 200 abschreiben dürfen. Das müssen wir jetzt natürlich wieder rückgängig machen, insoweit, als dass wir den steuerlichen Vorteil, den wir aus den höheren Abschreibungen des letzten Jahres hatten, dass wir uns das jetzt als Ertrag zurechnen lassen. Und dann haben wir natürlich die Mehrwertsteuer auch noch glatt zu stellen hier oder zu bereinigen vielmehr, indem wir eben 20 buchen und dann buchen wir die zweifelhafte Forderung aus. Also der Buchungssatz 880 Bank, 20 Mehrwertsteuer, an Forderung 800, an Erträge aus abgeschriebenen Forderungen 100. Hier müssen wir uns also 20 nur vom Finanzamt zurückholen, denn wir müssen ja 80 abführen aus den 880. Abgeführt hatten wir 100, also 20 zu viel und die holen wir uns hier zurück. Nummer 3. Der tatsächliche Forderungsverlust ist größer als die vorgenommene Abschreibung im letzten Jahr. Abgeschrieben hatten wir wieder 30 und jetzt ist der Forderungsverlust höher, 40% in meinem Beispiel. Das heißt, wir bekommen also nur 660 Euro und das stellen wir auf der Bank fest. 660 sind eingegangen, die Forderung buchen wir wieder aus. Jetzt haben wir Forderungsverluste. Wir haben also im letzten Jahr zu wenig abgeschrieben, 10% zu wenig. Das heißt, 10% auf 1.000 Euro hätten wir also 100 mehr abschreiben müssen. Das holen wir jetzt nach und das machen wir jetzt nicht mehr über Abschreibung auf Forderungen, sondern über das Konto 2.400, weil das jetzt natürlich periodenfremd ist. Das ist also kein Konto der Kontenklasse 4, sondern der Kontenklasse 2, also neutrale Aufwendung. Ja, periodenfremde Aufwendung sind das. Die nennen sich eben in unserem Fall hier Forderungsverluste. Und dann holen wir uns 40 Euro vom Finanzamt wieder zurück und buchen die zweifelhafte Forderung aus. Buchungssatz Bank 660, Forderungsverluste 100, Mehrwertsteuer 40 an zweifelhafte Forderung 800. Das wäre also der Umgang mit den Forderungsbewertungen, wie man das Ganze hier bucht im Rahmen hier des SKR 03 und dann schließe ich hier ab und werde in einem weiteren Tutorial dann nochmal auf die indirekte Abschreibung eingehen.